Liebe Schwestern und Brüder, genuiner Bestandteil dessen, was wir Tora nennen, wenn wir diesen Begriff übernehmen. Also ausdrückliche Weisung, lebendiges, lebensermöglichendes Wort Gottes. Genuiner Bestandteil sind die detaillierten Regelungen für den Gottesdienst. Das kommt uns merkwürdig vor. Wir haben nur einen kleinen, sozusagen, die Sonntagszeilen dieser Regelungen gehört. Es gibt noch viel detailliertere Vorschriften, welche Pfannen, welche Gefäße da zu verwenden sind, zu welcher Zeit und wie sie zu handhaben sind. Das ist deshalb bemerkenswert, weil wir die Tora dann sehr schnell einschränken, etwa wenn wir von den 10 Geboten ausgehen, auf das Verhältnis zu Gott, das sich ja dann auch ausweitet in das Verhältnis zum Nächsten. Aber es gilt eben auch sehr kleinlich und genau geordnet für den Bereich, den wir Gottesdienst, Liturgie und Festzeiten nennen. Beides gehört untrennbar zusammen. Inzwischen ist es schon eine gemeinsame Überzeugung, dass wir das gegeneinander ausspielen, dass sozusagen die Zeit vom Gottesdienst der Zeit für die Nächstenliebe abgezogen wird oder umgekehrt oder wie auch immer. Beides gehört untrennbar zusammen. Es wurzelt hier schon in der Tora. Es wird deutlich. Warum so viel Aufwand zur Regelung des Gottesdienstes und zur Durchführung des Gottesdienstes? Auch darin zeigt sich die rechte Verehrung Gottes genauso wie im rechten Verhältnis zum Nächsten. Es muss immer der gemeinsame Punkt in den Blick kommen. Und auch bei uns gilt das ja. Es gilt ja bis heute. Es trifft sich gut, dass wir Ignatius von Loyola an diesem Tag feiern, wo diese Lesungen vom Tag zusammentreffen in diesem Jahr. Dieser Heilige, der eine geradezu militärische Ordnung einführt, sogar für das Innenleben, für das, was wir eigentlich überhaupt nicht geregelt haben wollen, was das Herz spricht, wie das Herz wächst im Glauben und am Glauben. Ignatius trifft dafür sehr klare, sehr straffe Regeln. Wenn man die Briefe liest, die die ersten Ausgesandten, auch hier aus Deutschland, jeden Tag an ihn zu schreiben haben, um Rechenschaft abzugeben, nicht nur über ihre Arbeit, sondern auch über ihr Innenleben, dann erfährt man etwas davon, wie viel Ordnung auch geistliches Leben braucht. Geistliches Leben ist nie frei flottierende Geistigkeit, was mir jetzt gerade so einfällt oder was mir heute einmal gefällt, sondern hat eine sehr klare Struktur. Das ist sehr ähnlich wie hier in der Tora. Oder wie wir auch, man soll es ja nicht für möglich halten, aber auch heute gibt es noch klare liturgische Regelungen. Sie helfen. Sie bringen in eine innere Ordnung. Sie bringen das Außen und Innen zusammen, um leben zu können und um den Weg der rechten Gottesverehrung nicht zu verfehlen.